erstmal schön den Boden hier noch rauskrachen. Eisen. Ich nehme an, das ist alles. Das ist echt scheiße mit dem Inventar. Was ist scheiße? Mit dem Inventar. Warum ist immer noch so dunkel? Ja. Vielleicht solltest du in deinem Werkzeugkasten mal ein bisschen Licht einbauen? Ja, LED-Licht. Oh, das war aber knapp. Was? Deine Pfeil her. Oh. So, her damit. Ja, mit den Samen. 7 Samen. Samen 7. So. Du willst Samen 7? Wozu willst du denn den Samen 7? Damit wir gesiebte Samen haben. Es reicht, wenn du die Erde siebst. So, Erde. Eimer. Ich hab hier ein bisschen Weizen. So, du kannst weiter unten dann auch anbauen, wenn du lustig bist. Ja, wenn ich was hätte dazu. Ich brauche erstmal einen Lagerraum. Oder mit dem Lagerraum hier irgendwo auf unserer oberen Etage. Jetzt werden wir gleich hier vorne mal irgendwo da hier erstmal schnell von außen gucken. Soll ich was mitmachen? Ich war gerade unten am Farmen. Ich baue gerade Kohle. Guck mal ganz hier. Viel Kohle. So, daraus bauen wir jetzt mal auf jeden Fall erstmal eine Eisenspitzhacke. Juhu. Eine Eisenspitzhacke. So. Und dann werden wir uns mal eine zweite Eisenspitzhacke bauen. Von hier aus. Und eine dritte. Und zur Not noch eine vierte. Nein, werden wir nicht. Doch, werden wir wohl. Und jetzt gerade erstmal das. Erstmal den Raum her ausheben. Ach so, dann wäre es vielleicht auch günstig, wenn wir da noch Rüstungen hätten. Ja, musst du da mal deine Rohstoffe, kannst du ja mal zwischendurch mal aufbringen. Ganz viel Redstone habe ich jetzt. Dann kann man später mal was Schönes. Redstoning. Redstoning machen. Wie war das? Konntest du damit nur Schafe auch färben, oder nicht? Nee. Rot kannst du auch mit roten Blumen färben. Schön. Wir haben nämlich in unserer anderen Welt lauter bunte Schafe. Mhm. Blau. Verschiedene Farben. Ja, so ganz natürliche eben. Völlig bio-naturbelassene Farben. Wir können auch mal eine Mini-LED-Show-Folge machen von unserer richtigen anderen Welt. Von unserer richtigen anderen? Von unserer richtigen anderen. Oh, ja. Nicht von unserer falschen anderen. Nee, die ist auch richtig, ja. Jetzt haben wir das noch ziemlich am Anfang hier am Bauen. Aber so ungefähr haben wir auch bei der anderen Welt angefangen und trotzdem sind wir ganz gut dabei. Gleich wird die Spitzhacke kaputt gehen. Und genau jetzt ist es soweit. Nehmen wir die Eisen. Aber geht schon ein bisschen schneller. Aber nur minimal. Nee, nicht bis minimal. Die geht ganz gut. Mal lass mich hier gucken. Lass mich raus. Aber wenn du bei Erde brauchst du gar keine Fackel anbringen, das ist völlig unsinnig. Das siehst du sowieso nicht. Ja, wirklich. Bis der Stein wiederkommt, echt mal. Völlig blöd. Gucken wir mal aus, wie. Ja. Könnten jetzt ja auch eine Uhr basteln, aber. Vielleicht machen wir das dann mal. Wie bastelt man sich eine Uhr? Ich glaube, Redstone. Gold brauchen wir da, glaube ich, dazu. In Magneten. Auch Gold habe ich bis jetzt noch keins gefunden. Ich habe schon welches, aber ich habe keine Eisenspitzhacke zum Abbauen mit gehabt, deshalb habe ich es gar nicht erst abgebaut. Frag mich doch. Okay, das ist also außen. Das ist die Außenwand. Die Außenwand.
Warum leuchtet der Stein denn jetzt? Da ist davon gar nichts angestrahlt. So. Das ist schon meine letzten Schmutzschüsse. Nee. Wo bist du jetzt? Schon wieder am Wasser? Ja, hier draußen muss total der Wasser. Ist vielleicht im Meer oder? Oh, jetzt bin ich erschrocken. Wow, die Fliege hier. Ja, die nervt ganz schön. Oh, Schock, schwere Not. Bist du so angespannt? Naja. Du weißt doch, wie sehr ich Monster mag. Nämlich gar nicht. Das weiß ich wohl. Aber das scheint hier wirklich ein Wasserfall zu sein. Kann ja sein. Wir machen es erstmal bloß so. Schön ja am Abbauen noch. Und hast du noch was Interessantes gefunden, wie die paar Diamanten? Ja, ach, eine Höhle. Jetzt sitzt die komische dumme Fliege auf meinen Finger. Jetzt ist sie fort. Das wird sich nicht mehr hier blicken lassen. Schön weiter abbauen. Oh, hau ab, du. Die Fliege ist echt nett. Nervig. Ganz leicht nervig nur. Jetzt sitzt er an meinem Arm und krabbelt dann um. Ich würde mich jetzt am liebsten kratzen, aber ich bin gerade so schön am Abbauen. Das werde ich jetzt nicht. Oh, scheiße. Bei dir ist Wasser. Ja, ganz clever, ganz clever. Bei dir ist Wassereinbruch. Ach, echt? Ja. Oh, jetzt hau ab. Ist die Fliege schon wieder bei dir? Nein, das Wasser soll abhauen. Ach so. Bei mir ist die Fliege, die ist ja schon wieder bei den Armen. Guck doch mal, Mann. Ich glaube, es ist Zeit, mal wieder raufzukommen. So. Ah. Meine Güte. Alles draußen? Ah, es ist wieder hell. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Kampf mit dem Wasser. So. Jetzt hauen wir hier rein, dann werden wir mal hier dieses Weizen mitnehmen und dann werden wir mal losgehen. Sind die Monster noch am Leben? Nee. Ach doch, dort ist ein Creeper. Und der ist scharf auf mich. Na komm. So. So, und unterwegs werde ich gleich mal noch ein paar Hühnchen. Oh, aber wo Hühnchen? Mein Hunger ist schon wieder. Oh ja. So, guck mal, jetzt laufe ich hier dran vorbei. Das habe ich glaube ich noch drin. Na, ich muss das mal los. Ich bin erstmal auf der Suche nach Kühen. Ja, wenn wir uns dann mal einen Verzauberungstisch in Ordnung bauen wollen, brauchen wir unbedingt erstmal Leder. Unterwegs schlachte ich meine ganzen Hühner ab, damit wir ordentlich Futter haben. Was ist das? Ach, ein Hundi. Hallo Hundi. Hallo zweiter Hundi. Hallo dritter Hundi. La 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 la. Schaf, hallo Schaf. Hallo Hühner. So. Ich begrüße jetzt alles, was ich unterwegs treffe. Erstmal was schnappern. Oh. Scheiß Fliege, oder? Das ist nervig, das Ding. Hau ab! Hast du erwischt? Nö. Ja, ich hab, bloß auf mein Philosophiebuch geschlagen. So. Oh, hier sind wieder keine Kühe. Ob es in der Wüste Kühe gibt? Bestimmt, oder? Wüstenkühe? Wüstenkühe vielleicht? Wüste Kühe? Ich kenn bloß Schweine. Oh, da sind ein Haufen Kühe. Kommt mit dir, Kühe. Oh, so. Nummer 4. Hallo. Wenn die jetzt kaputt ist, meine Spitzhacke, dann ist es erstmal hallo. Ende im Gelände hier mit. Hallo, ihr Kühe, kommt. Na komm. Hallo. Au. Da fand ich eine Höhle. Deshalb haben die so geguckt. Was? Die Kühe, die haben mich so angeguckt, wie ich komm nicht. Die haben dich gefoppt?
Ja, gefilbt haben sie. Oh, jetzt bin ich, wenn hier irgendjemand aus Filben kommt und... Hallo. Nimmt uns das bestimmt nie übel. Ja, dann nimmt uns das übel. Er tut jetzt deabonnieren, wenn er mich, wenn er uns vorher abonniert hat. Kommt. Jetzt nehme ich die Heile zu uns, kriegt die Kühe. Kommt, Kühe. Bitte nicht hier reinfallen. Wenn ich wenigstens zwei Heile zu uns kriege, da ist das doch schon los. Da können wir doch gleich mal sagen, wer, wem das gefällt, was wir hier machen, der darf uns gerne abonnieren. Ja, bitte. Immer gern. Ihr dürft uns auch gerne Kritik hinterlassen. Ja. Oder Anregungen. Wir sind dafür alles offen. Also, das ist ein anderer Ausdruck für Kritik. Anregungen? Ja. Nö, auch Anregungen müssen nicht unbedingt Kritik sein. Aber sind Anregungen sind, haben öfters irgendwas mit Kritik zu tun. Naja, aber kann ja konstruktiv sein. Konstruktive ja Kritik? Was? Konstruktive Kritik? Konstruktive Kritik. Gleich vorweg, ich will nicht, wenn ich bald noch was esse. Hast du nicht mit? Nee, es ist alle. Ich habe noch ein Brot zu Hause, das waschen wir jetzt gleich mal. Du schleppst doch da Kühe hinter dir her und aus deinen 11. Nee, das brauche ich ja erstmal noch, das Weizen. Erstmal muss ich das Tier versorgen, bevor ich selber an mich denke. Das ist bloß eine Frage, wie weit du noch kommst. Hast du es noch weit? Ja, der Hund frisst erstmal das Schaf, das ich mir nach Hause nehmen wollte. Oh, nee. Das ist halt sehr bergig hier. Und der Hund hat es geschafft. Dann kommt der Kühe. Schnell, bevor der Hund noch eine Kuh frisst. Bin ja bald zu Hause. Sozusagen drei Verlust eingerechnet, oder? Ha. Eine habe ich als Verlust mit eingerechnet. Ob es in der Wüste auch Tiere gibt? Dürüm? In die Wüste? Dürüm? Eine Dürüm, bitte. Lecker. Ja, komm rein. Jawohl. Die Kühe sind alle drei freiwillig ins Gehege gekommen. Ganz freiwillig? Was hast du mit denen angestellt? Hast du jetzt gleich eins geschlagen oder wie? Nee, ich habe ein paar Hühner geschlachtet, damit wir was zu essen haben. Ich habe gleich vor Schreck hier einen Grill hauen. Einen Stein falsch angedingst. Schnell, Brat. Ich hatte irgendwo noch ein Brot. Ach, da ist es. Das werde ich mir jetzt erstmal essen. Das werde ich mir jetzt erstmal essen. Keine Türe heute. Bleibt geschlossen. Okay. Ich kann mir natürlich jetzt noch mehr Brot machen. Heute Döner-Tag. Heute Dürüm-Tag. Ich dachte Dürüm. Ach, drei Samen haben wir wieder gewonnen. Na, das Weizen, das würde ich halt gerne erstmal aufheben für die Tiere. Und da habe ich mir lieber erstmal noch ein paar Hühnchen ein, die ich nachher gebraten habe. So, endlich wieder voll. Dick und rund. Ha? Dick und rund und voll gesund. Mit einem Hapses im Mund. Was ist jetzt, was du Werbung? Ich hab nichts angesprochen. Nichts. Aber jeder wird diese Werbung kennen. Nö, ihm, ich kenne sie zum Beispiel nicht. Von was die Rede ist. Ich rede von gar nichts. Ah, ja, ja. Völlig. So, dass wir hier ein bisschen Platz schaffen noch, für die, damit wir das Kuhgehege noch größer machen können. Vielleicht, wenn wir das Leder sammeln für die Bücher, da fällt ja ordentlich Fleisch an. Das ist ja Fleischfresser. Ja. Nee, wir haben ja noch keine Melonen. Leider. Ich hab Melonen. Leider nicht zum Bücherbauen geeignet. Aber trotzdem zum Vernaschen.
Aha. Oder einfach nicht. Keine Ahnung. So. Du kennst dich damit nicht aus. Nee, ich bin da völlig unbeleckt. Unbeleckt. Das du doch auch. Ich ja. Von was redest du? Vom Strip Mile. Ach, vom Strippen. Aha, nee, vom Strip Mile. Verstehst du? So. Das muss schön machen. So, das ist weg. Oh, jetzt wo ich hier meine Kohle abbauen will. Mann, jetzt hab ich leider kein. Ich kann mir nicht mal ein Crafting Table bauen. Ist okay, Holz mehr. Schaufeln habe ich noch, ja. Ich kann meine Kohle nicht mehr abbauen. Ah, jetzt muss ich erstmal meine 500.000 Blöcke wieder zurücklaufen. Bist du bei uns am Haus? Ja. Kannst du mich mal bitte zurückpumpen? TP. So, und wieder da. Ich hatte gerade dadurch, dass ich den Namen eingetippt hatte beim Teleportieren, die Aufnahme unterbrochen. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Natürlich. Kommst du mit? Ja. Machst du die Tür wieder hinter dir zu? Ui, was hast du gemacht? Wir treten auf eigene Gefahr. Mhm. Ach, sehr interessant. Okay. So, das soll unser Lagerraum. Das soll unser Lagerraum sein. Dann hoffentlich mal ein paar. Und das Bett hier an der Türe, das gefällt mir auch noch nicht. Das müssen wir auch noch mal ein bisschen rücken. So, ich lieg dann schon Fackeln unter. Ja, das war nett. Jetzt liegt es auf immer mein Bett. Du hast mir Kind zugewiesen. Guten so. Morgen. Guck mal da unten unsere kleine Kuhfarm. Oh, hübsch. Ja, ach, irgendwie fehlt hier noch die Farbe, die bunten Kühe, die bunten Schafe fehlen noch. Hast du genügend Holz, dass ich ein paar Kisten bauen kann? Also Holz ist genug. Jetzt muss ich erstmal das Zeug in die Öfen reinpacken. Eisenerz. So, da sind wir doch, haben wir wieder ein paar. Gut. Ein paar Samen gewonnen. 12 Diamanten. Ich brauche mir noch eine neue. Das wäre ja boah, Stäbe noch. Ich habe noch Bretter mit, klasse. Hättest du noch Bretter mit gehabt? Nee, die muss ich jetzt bestimmt, die habe ich doch garantiert rausgenommen. Ich habe alles durchgeguckt. Hemorrhagen. Ich würde doch hier für unseren Lagerraum weiterbauen. Abbauen. Holz, wo ist Holz? Kisten kannst du so direkt übereinander setzen. Oh, wo die nicht so schön machen, weil sonst kann ich zwischendrin keine Schilder mehr machen. Wir können ja einen Turm und so, das kann ja immer für einen Rohstoff sein, weißt du? Aber du kannst es hier ordentlich machen. Mach euch mit Treppen. Und wieder eine Spitzhacke kaputt. Und weiter geht's. Eichenholz und Fichtenholz. Ach, sehen die da noch unterschiedlich aus? Die Truhen? Ja, sehen sie. Ich glaube, Fichte ist ein bisschen dunkler. Oh, Truhen kann man ausdecken. Na, das ist ja großartig. Oh, diese scheiß Fliege. Ja, die Fliege ist echt nervig. Abhauen! Wo machst du die Höhle? Wollen wir die mit Cleanstone lassen? Was? So ein Lagerraum oder wollen wir den kleines Holz oder irgendwas machen? Ziegeln dann irgendwann mal? Ziegeln? Obwohl hier so zwischendrin, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, ich brauche noch eine Schaufel. Hallo. Darf ich ein paar Stiefchen machen? Ja, darfst du. Hast du gesagt? Echt? Ja, hab ich doch gesagt, cool. Du sollst es schön machen. Ich hab zum Glück noch 20 Eisen mit. Da kann ich mir da erstmal ein bisschen Rüstung basteln.
So, 64 Stufen, reicht das? Helm.